So, ich wollte jetzt nochmal kurz zeigen, wie man dank der Möglichkeiten, der Anpassungsmöglichkeiten von H5P eben auch die Optik verändern kann, zumindest ganz im Kleinen. Man muss da nicht viel für programmieren können, man muss so ein bisschen Hintergrundwissen haben, aber dann funktioniert das schon. Und das zeige ich einfach, wir gucken uns das an zusammen. Also, das hier ist ein ganz normales WordPress und ja, wer das andere Video schon gesehen hat, das ich jetzt zu H5P gemacht habe, der weiß, es gibt in H5P sowas wie Hooks. Das heißt, ich zeige es einfach nochmal. Wir gehen hier zu den Plugins und ihr seht, da gibt es nicht nur H5P, sondern hier dieses H5P Mods. Das habe ich schon mal gezeigt. Und man kann sich auch den Quelltext davon direkt in H5P, nicht in H5P, in WordPress angucken. Das würde ich normalerweise extern machen, aber so ist das jetzt am einfachsten zu zeigen. Also man kann hier auf Plugin Editor gehen und muss sich da noch das Plugin aussuchen, das man bearbeiten will. Das ist halt der Classic Editor. Den fassen wir jetzt bestimmt nicht an, sondern wir gehen auf das H5P Mods. Dann wählen wir das aus. Und das ist die Datei, die ihr schon mal gesehen habt, wenn ihr das andere Video gesehen habt dazu. Und hier habe ich jetzt noch ein ganz bisschen eingetragen. Das können wir alles ignorieren. Der wichtige Teil ist hier in Zeile 93. Ne? Das ist dieser Alter Styles Hook. Das heißt, H5P fängt jetzt an zu arbeiten, wenn ein Inhalt angezeigt werden soll und sagt, hey, jetzt lade ich meine Style Sheets, das heißt die Beschreibungsdateien, die sagen, wie Sachen aussehen sollen, und fragt jetzt den Nutzer, also uns im Prinzip hier, willst du mir noch andere Dateien mitgeben, die ich auch laden soll? So, und sagen wir hier ja, im Prinzip nimm mal noch diese mit, also das liegt jetzt auch hier so direkt in dem Plugin-Ordner, wo auch das Plugin liegt, habe ich die reingepackt, könnte auch woanders liegen, H5P Mods WordPress Plugin Master, so heißt das halt, und dann mystyles.css. So, und da kann man jetzt Sachen reinschreiben, um Optik zu verändern, und das überschreibt dann die H5P-Einstellungen. So, und ihr seht auch schon, die Datei gibt es hier schon, die ist ja halt in dem Plugin drin, da habe ich sie reinkopiert, die ist aber noch leer, da ist noch nichts drin. Die müssen wir jetzt also entsprechend befüllen, und jetzt müssen wir erstmal wissen, was müssen wir denn da reinschreiben, um schicke Sachen zu machen. Und wir können ja mal uns den Inhalt angucken, den ich hier installiert habe oder reingebaut habe. Das ist halt die normale Multiple-Choice-Aufgabe, die es bei H5P als Beispiel gibt. Und wir könnten ja sagen, wir möchten vielleicht den Knopf hier nicht blau haben, sondern wir möchten ihn grün haben. Und zwar vielleicht sogar nicht nur für diesen Inhaltstyp, sondern pauschal. Wir wollen immer grün haben, wenn immer man immer irgend so einen Knopf von H5P auftaucht. Das ist das Ziel. So, was muss man dafür machen? Man muss erstmal wissen, okay, wo wird denn hier beschrieben, was in dem Stylesheet beschreibt denn hier dieses Blau? Und dafür müssen wir ein bisschen unter die Entwickler gehen, Entwicklerinnen gehen. Wir klicken einmal, drücken einmal auf F12. Das ist häufig so, dass bei den meisten Browsern oder bei vielen Browsern geht dann so ein, noch so ein wildes Extrafenster auf. Und das hat speziell hier, das ist jetzt Chrome, das hat hier ganz links so einen Knopf, der heißt, glaube ich, in Firefox heißt er Inspector. Und bei Edge gibt es den auch, also könnt ihr mal ausprobieren. Da klickt man drauf und dann kann man hier links über die Elemente fahren. Die seht ihr schon, aha, da bekommt man schon so ein paar Informationen. Wenn ich jetzt hier über den Text fahre, steht da schon Color zum Beispiel. Dann stehen da 6 Nullen hinter so einer Raute und das ist dann schwarz. Und ich kann jetzt hier mal zu einem Knopf fahren. Und im Prinzip steht hier schon alles, was wir brauchen. Also ganz oben steht jetzt dieses Button, Punkt, H5P, Question, minus Check, minus Answer, Punkt, H5P, UBuild, UI, minus Button. So, da steht da. Das ist die Klasse, die sagt, okay, so sollen Sachen aussehen, und die wichtigsten Sachen, die man häufig braucht, die stehen jetzt hier sogar schon drin. Zum Beispiel die Schriftfarbe, das ist das erste mit den 6 Fs, was dann weiß ist. Und da steht auch Background und dann ja so ein kryptischer Zahlencode, das ist eben das Blau. Und wenn ich dann nochmal draufklicke, dann passiert auf der rechten Seite was, da sieht man sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, hier ist jetzt erstmal dieser Knopf markiert, das ist der HTML-Quelltext, den man jetzt sehen kann. Und ihr seht schon, Button, das ist eigentlich rechtsprechend. Da steht Button, das ist halt ein Knopf. Und dann Class ist diese CSS-Klasse, diese Stylesheet-Klasse, die wir bearbeiten möchten. So, jetzt stehen da zwei Sachen drin. Einmal dieses Question, Check, Answer und UI-Button. Und das ist so, dass damit man das feiner anpassen kann, je nachdem, für was man das braucht, ist das mehrstufig. Das heißt, hier sind letztlich zwei Klassen, die jetzt da drauf sind. Und das eine, die hintere, ist die allgemeinere, die ist halt wirklich für jeden H5P-Knopf gedacht. So heißt der H5P-UI-Button ist jeder von den normalen H5P-Knöpfen, die irgendwie eingebaut werden. Und der davor ist speziell, wenn ich vielleicht nur den Check-Knopf, also für den Überprüfen-Knopf irgendwie anpassen möchte, dann würde ich die andere Klasse nehmen. So, also, was wir jetzt machen können, wir können hier einfach mal reingehen. Ich kopiere mir das mal wirklich raus, damit ich gleich keinen Tippfehler mache. Also, das habe ich jetzt kopiert. Also nur dieses H5P-UBUI-Button.
So, das ist die Klasse. Da muss man jetzt halt ein bisschen ja, CSS können. Das ist aber, das ist wirklich, es kann sehr trickreich sein. Man kann da sehr viel schicke Sachen auch mitmachen. Aber für die Basics, nehmt euch mal eine Stunde Zeit und lest euch da rein. Und dann könnt ihr das auch alles, was ich hier jetzt zeige. So, also das habe ich rauskopiert. Das ist die Klasse, die wir verändern müssen für unseren Knopf. Und jetzt kann man hier rechts schon mal gucken, hier steht das ja auch, hier ist ja auch dieses Blau, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, hier ist genau das Blau, was wir brauchen und hier steht auch dieses H5P-UI-Button und dann steht da Background-Doppelpunkt und was dahinter. So, und das ändern wir jetzt einfach in unserer mystyles.css-Datei und dafür gehen wir nochmal in diesen Plugin-Editor. Da ist er. Achso, und ich kann natürlich, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr, dieses Verwirrende. Dann gehen wir hier ganz rechts, wählen nochmal unser H5P-Mods aus. Das ist eben unser Plugin, was jetzt die Veränderung macht. Und so, jetzt, da müssen wir nicht hin. Wir müssen in diese mystyles.css. Die soll ja geladen, wird ja schon geladen. Und das Einzige, was ich mache, ich kopiere jetzt erstmal das rein, was ich in der Zwischenablage habe. So, jetzt muss man wissen, für so eine Klasse muss man hier immer noch einen Punkt davor schreiben. Das ist wichtig. Sonst ist es keine Definition von einer Klasse. Das ist halt ein bisschen CSS-Wissen, was man braucht. Dann macht man da so geschweifte Klammern. So, und WordPress ist ganz dankbar, das rückt einem das auch immer schon ganz schön ein. Und es hilft einem jetzt auch. Jetzt haben wir gemerkt, Background schien ja irgendwie der Hintergrund zu sein von diesem Knopf. Und jetzt kann ich mal anfangen zu tippen und WordPress schlägt mir auch gleich schon Sachen vor. Das ist hier wirklich ganz nett gemacht. Ne? Ich würde es, wie gesagt, normalerweise würde ich das in einem anderen Editor machen, aber um euch das zu zeigen, ist das schon ganz okay. Also jetzt kann ich das hier auch anwählen. Background, spare mir ein bisschen Tipparbeit. Dann kam ein Doppelpunkt und jetzt müsste ich halt so einen kryptischen RGB-Code da einbauen und hier werden auch noch andere Sachen vorgeschlagen. Da sind auch schon so Farben drin und wenn man es sehr einfach haben will, wenn man es nicht sehr genau braucht, sondern einfach nur grün, dann kann man tatsächlich auch grün reinschreiben und er macht dann schon die richtige Farbe nachher draus. So, mehr brauchen wir nicht. Wir können jetzt hier die Datei aktualisieren, das heißt, wir speichern die. So, das war's jetzt. Sind jetzt der große Augenblick. Wir gehen jetzt zurück zu unserem H5P-Inhalt, zu unserer Multiple-Choice-Frage. Und wenn wir die jetzt aufrufen, werdet ihr sehen, der Knopf ist grün. Ne? Ihr werdet jetzt gleich sehen, wenn ich da drüber fahre, wird er noch so irgendwie so dunkelblau. Ja. Offensichtlich müssen wir noch mehr verändern, aber das ist jetzt das gleiche Prinzip. Jetzt würde man wieder gucken, okay, das ist, hier muss man jetzt wissen, wie das, ne, ist ein, wer es kennt, ist ein Hover, also das, das ist nochmal eine Modifikation von so einer Klasse, ist aber nicht kompliziert. Und so könnt ihr jetzt hier durchgehen. Wir könnten jetzt auch noch die Form von dem Knopf ändern, vielleicht, dass der ganz eckig ist. Na, dann würde man einfach die Rundung rausnehmen. Da gibt es dann wieder eine bestimmte Eigenschaft von so einer Klasse dazu. Und so funktioniert das letztlich. Und das Schöne ist, mit diesem Plugin überschreiben wir nicht das offizielle Multiple Choice oder irgendwie sowas. Das heißt, was wir jetzt auch machen können, wenn wir das irgendwann doch nicht mehr haben wollen, dann deaktivieren wir einfach unser Plugin. Und die ganzen Änderungen, na, wenn wir jetzt den Inhalt nochmal angucken, sind auch wieder weg. So, jetzt ist er wieder blau. Und wenn wir es später wieder anmachen oder wenn wir jemand anderen vielleicht dieses Plugin schicken, weil auf einer anderen Plattform auch die gleichen Farben oder Formen oder so gelten sollen, dann schicken wir ihm das, die Person installiert das, macht das an und dann sehen die Inhalte auch verändert aus. Ja, also mehr ist das letztlich nicht. Ist halt eine sehr schöne Funktion von WordPress. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kryptisch für die Leute, die gar nicht programmieren können. Aber ist, glaube ich, ein sehr guter Kompromiss, um super flexibel zu sein, was die Anpassung von WordPress angeht. Also probiert es einfach mal aus und wenn ihr Probleme habt, dann kann ich euch dabei auch helfen.